frischen Krepppapierblüten drehen für den Sommergewinn und Küche renovieren. Muss jetzt nochmal ein Fußballspiel passen und zwar nicht irgendeins, sondern der FC Wartburgstadt gegen den Bischlebener SV. Die Mannschaften laufen hinter mir gerade ein. Ja, ein Kracherspiel schlechthin. Zwei uralte Rivalen treffen hier aufeinander. 0:0 hat es zwischen diesen beiden Mannschaften nie gegeben. Dafür jede Menge Skandalspiele, jede Menge Spiele mit Brisanz. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen sie uns an. Viel Spaß dabei. Also 2:1. Tippst du? 3:1. Spiel. Ja. Ein Tipp für das Spiel. Eisenach Bischleben. 3:1 für Eisenach. Dankeschön. Eine sachliche, fast schon pessimistische Prognose eines Bischlebener Fans zu einem Spiel, ja, das eigentlich schon Züge eines Derbys besitzt. Markus Arndt fängt hier an, prüft zum ersten Mal Toni Hofmeister und Marc Janke. Ärgert sich da, dass er nicht energischer nachgegangen ist. Aber er zeigt schon mal die Marschrüde an. Hier setzt Hirschelmann Braunschweig ein und im Nachschuss kommt Janke zu spät. Hofmeister stand in diesem Spiel sehr, sehr oft im Blickpunkt. Hier ist Arndt im Abseits. Das passierte seltener. Dann aber auch die Bischlebener Patrick Lohse. Abschluss, jawohl. Und das denkt sich sicherlich auch Benny Rudolf. Noch einmal die Bischlebener. Da draußen, das war Julian Perels. Auch dies kein Problem für Rudolf im Tor der Eisenacher. Dann ein Fernschuss vom Pol. Kann man ja mal versuchen. Andere sind schon reingegangen. Warum nicht? Dann zu kurzes Abspiel. Und Arndt setzt Damitrovic ein. Und im letzten Moment stürzt Toni Hofmeister da aus dem Tor. Verhindert den Rückstand für seine Farben. Wieder Mitrovic. Da drin wartet Arndt. Janke, der rutscht weg. Dann haben wir nochmal Janke. Und wieder Hofmeister mit den Händen dran. Der brachte die Eisenacher Stürmer zur Verzweiflung, wie man hier sieht. Das ist nicht geschauspielert. Dann Eckball. Paunovic. Und Kopfball von Arndt, der da ein bisschen Rücklage hat. Hätte vielleicht mal durchlassen sollen für Mitrovic, aber wer will ihm da in der Phase einen Vorwurf machen in diesem Moment? Und dann vertändelt Reinhardt den Ball. Das eröffnet Nico Sander die Chance. Und da spritzt Paunovic im letzten Moment dazwischen. Und da kriegt der Reini auch seinen Rüffel ab. Dann Janke setzt sich schön durch. Diese Attacke kam von hinten. Das wage ich mal anzufechten. Dass das legitim gewesen sein soll. Ich denke, hier hätte es Elfmeter für Eisenach geben müssen. Kopfball Janke. Wieder das gewohnte Bild. Glanzparade von Toni Hofmeister. Dann ein schöner Pass auf Arndt. Der geht in den 16er. Und diesmal die Fußabwehr von Hofmeister, der da verhindert, dass der Ball zu Ante Mitrovic kommt. Und auch hier ist der Junge auf dem Posten zwischen den Bischlebener Pfosten. Ja, da kommt man ins Dichten. Hier noch einmal die Bischlebener, Nummer 11, das ist Christian Müller. Aber, naja, die letzte Konsequenz, die fehlte da in den Offensivaktionen. Von wirklich glasklaren Chancen konnte da nicht die Rede sein. Mike Hirschelmann, Paunovic. Jetzt kommt eine Schlüsselszene des Spiels. Hier, Mitrovic wird hier zu Fall gebracht. Und dann kommt das Nachtreten gegen den Bischlebener Verteidiger. Klar, Mitrovic war sauer, der hatte zwei, dreimal auf die Socken bekommen. Und keinen Freistoß gekriegt, da ist ihm der Draht aus der Mütze geflogen. Hildebrand ersucht da die Eisenacher Bank ein bisschen Ruhe zu bewahren. Ist ja nur ein Fußballspiel. Ja, das ist natürlich traurig. Mitrovic kriegt zu Recht die rote Karte und wird in den kommenden Spielen den Eisenachern sicherlich fehlen. Hirschelmann. Paunovic. Das ließ die Seele kochen. Das war kurze Zeit danach. Da wollten die Eisenacher den Freistoß haben, nachdem ihm vorhin schon der Elfmeter verwehrt worden ist. Also gucken wir uns die Szene nochmal an. Jetzt kommt Paunovic, legt sich den Ball vor. Da war zwar eine Berührung, aber ich glaube, den hatte Danilo zu sehr haben wollen. Ich denke, der Schiedsrichter lag richtig, diesen Freistoß nicht zu geben. Indes die Eisenacher immer stärker, obwohl sie einen Mann weniger waren. Hirschelmann versucht hier zur Mitte zu passen, zum einschussbereiten Markus Arndt. Und wird da von Felix Meisel im letzten Moment gestoppt.
Das ist immer noch die erste Halbzeit. Paunovic, Eckball. Und die Latte muss retten nach Kopfball von Fuhrmann. Da schaut er gegen den Himmel, ja, ob da Hilfe kommt. Paunovic, unmittelbar am Anschluss der Nächste. Eckball und diesmal Janke und wieder Hoffmeister auf dem Posten. Und auch der Nachschuss nicht von Erfolg gekrönt. 220 Zuschauer verirrten sich auf die Freundschaft. Sahen, wie diese überlegen geführte erste Halbzeit der Eisenacher torlos zu Ende ging. Dann Janke. Arndt. Und da ist der Knoten geplatzt. Markus Arndt trifft zum 1:0 für den FC Wartburgstadt. Ein wahnsinnig wichtiger Treffer. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die Eisenacher hier in Unterzahl auch noch in Rückstand geraten wären. Das war nicht der Fall. Die Erleichterung ist allen anzumerken. Bischleben natürlich jetzt mit wütenden Angriffen. Nummer 11, Christian Müller. Hoher Ball nach innen. Und da ist Benny Rudolph aus dem Kasten und klärt die Situation. Markus Arndt, richtig spekuliert. Schaut, bringt Janke ins Spiel und dann patzt Toni Hoffmeister das einzige Mal in diesem Spiel. Und darauf hat dieser junge Mann nur gewartet. Marc Janke, der Bomber von der Wartburg, macht das 2:0. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich, sehr, sehr erlösend. Auch nicht unverdient, wenn man den bisherigen Spielverlauf sich anschaut. Eisenach zog sich nun aufgrund des Personalmangels ein wenig zurück und gab hier Bischleben die Möglichkeit, vor dem einschussbereiten Carsten Helzig rettet da Benny Rudolph und den jungen Mann haben wir sehr, sehr gerne hier in Eisenach. Hört auf den Namen Danilo Paunovic. Eine schöne Einzelaktion. Die Herren, die da hinten stehen, sind unschwer als Bischlebener Fans auszumachen. Die können die Begeisterung der restlichen 220 Zuschauer nicht teilen. Paunovic wieder mit einem schönen Pass auf Arndt. Der versucht es einfach mal. Und ping. Tunnel Toni Hoffmeister. Weiter sehenswerter Treffer. Die dritte Bude des Ex-Gothas an diesem Nachmittag. 5:0. Das Ergebnis nahm langsam Konturen an. Das mit einem Mann weniger. Der Kapitän ging dann vom Feld. Holt sich den ihm gebührenden Schlussapplaus ab. Und für ihn kommt Salam Ayob. Auf der Homepage des FC Wartburgstadt stand dann zu lesen, dass die Eisenacher die ganze Geschichte dann noch etwas ruhiger angehen ließen. Hier haben wir einen Freistoß von Paunovic. Boah, können ja nicht alle in den Winkel gehen. Aber da sei man wohl mit den Gedanken schon eine Woche weiter gewesen. Dann haben wir nämlich das Pokalhalbfinale gegen Heiligenstadt im Wartburgstadion. Und darauf freut sich, glaube ich, ganz Fußball Eisenach. Ich denke, die werden dann alle wiederkommen, die da hier zufrieden jubeln. Ich werde auch da sein und euch davon berichten. Ciao, ciao.